Erstes Mal hier am Friedhof. Grab. Schön hier mit der Modelle im Hintergrund. Städtisches Heim für Verstorbene, Blood Island. Gut, was haben wir hier? Gruft der Meistersuppe-Familie. Was haben wir hier? Klecks der Gärtner. Hier liegt der alte Klecks. Es raffte ihn dahin. Er trank sein Unkraut-Ex, verdünnte es mit Gin. Okay. Steht hier drauf? Da steht Tex Venture. Ja, Tex Adventure. Spalt zwischen Türen, schauen wir mal durch hier. Dann schauen wir uns erstmal das Fenster an. Ich hoffe, der Besitzer dieser Hütte schläft nicht darin. Ich kann gerade niemanden darin sehen. Okay, dann schauen wir uns die Werkbank an. Es ist eine Schleck- und Klecker-Werkbank. Schleck und Klecker. Mhm. Es ist eine Recyclingtonne für Altmetall. Nein. Nicht eine Black- und Decker-Werkbank, eine Schleck und Klecker. Es ist ein Haufen neuer Grabsteine. Schleck und Klecker, so. Egal, nehmen wir den Hammer. Und natürlich auch den Meißel. Und den fast fertigen. Es fängt an, ein Wort zu buchstabieren. Was könnte es sein? Rinderbraten? Rinderwahnsinn? Ich glaube Rinderbraten. Sieht aus, als hinge der Totengräber ein wenig mit seinen Beerdigungen hinterher. Kann ja passieren. Da steht alter blinder Platz. Was haben wir hier Tolles? Es ist ein stinkender alter Hund. Nehmen wir mal. Oh, er mag uns nicht. Reden wir mit ihm. Oh, er redet ja gerne mit Hunden hier. Nehmen wir mal Wuff. Oder Heul. Ja, schon gut. Ich schätze, er ist nicht sehr gesellig. Dann halt nicht. Lagerfeuer, dass es nicht kalt wird, dem Hund. Hier sollte jemand mal lernen, wie man Lagerfeuer ordentlich löscht. Auch wenn die Pfote hier im Feuer drin liegt. Gut, der Hund sieht sehr hungrig aus, das heißt, er kriegt das gute Biskuit hier. Drum steht es auch im Buch drin, das ist der Tipp, was man es hier braucht. Das erscheint wie eine Verschwendung eines perfekten, hier. Guten Kekses. Mahlzeit. Au, er hat mich gebissen. Das stimmt jetzt, was an der Animation ist. Normal sollte der Arm noch unten sein, wenn er zubeißt. Egal, nehmen wir mal das Hundehaar. Okay, Freundchen, das wird kein bisschen wehtun. Damit haben wir jetzt hey, Haar. Ich glaube, es hat gar kein bisschen wehgetan. Er wechselt wohl gerade das Fell. Der uns gebissen hat. Und der dürfte anscheinend schon jeden gebissen haben hier. Gut, dann haben wir hier noch eine Windmühle. Schauen wir uns mal an. Sie wirbeln um die Windmühlenspitze herum. Macht Sinn. Da steht ein Fass auf dem Dach der Windmühle. Was haben wir hier? Pfefferpflanze brauchen wir ja auch noch. Es ist eine wilde Pfefferpflanze. Dann nimm mal mit. Kann man die essen? Pfeffer, jetzt beginnt dein Abenteuer. Kann nur reden. Okay. Öffne mir die Tür. Es ist abgeschlossen. Dann halt nicht. Gut, jetzt können wir noch hier runter. Hier haben wir nämlich ein Ei. Brauchen wir ja auch für den Rübefrei-Trink, beziehungsweise für den Trink gegen Piratenkater. Es ist ein großes Ei, das unsicher auf dem Wipfel dieses Baums liegt. Und natürlich ist genau unter dem Ei ein Felsen, macht Sinn. Es ist ein felsiges Stück Strand. Mit ja nichts passieren kann, wenn das Ei runterfällt. Kann nicht sein, dass es in den Sand fällt. Nein, jetzt müssen wir eben das Kissen hinlegen. Und dem Hammer auf den Gummibaum hauen und dadurch... Fällt das herunter, wird hier schön weich aufgefangen und wir können es mitnehmen. Gut, jetzt haben wir noch hier ein verwittertes Schild. Das schauen wir uns natürlich auch noch an. Fährlinie des verlorenen Walisers. Täglich unvergessliche Kreuzfahrten und Wahlbeobachtungsexkursionen. Gut, damit hätten wir hier soweit alles. Können wir uns hier noch Wasser anschauen? Die Prospekte haben nicht zu viel versprochen. Es ist wirklich kristallklar. So, und hier gibt es jetzt ein kleines Easter Egg, das wir jetzt noch schnell machen. Und zwar muss man hier Wasser nehmen. Ich will wirklich nicht ins Wasser gehen. Ich glaube, an die 30 Mal. Ich will wirklich nicht. 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 Es ist jetzt ein bisschen nervig hier. Ich will wirklich nicht. 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 Ich will wirklich nicht ins Wasser gehen. Aber ich will wirklich nicht. Ich will wirklich nicht ins Wasser. Wenn du darauf bestehst. War, glaube ich, weniger als 30 Mal. Zwar haben wir jetzt Seele aus Monkey Island 1. Ja, wenn man länger als 10 Minuten unter Wasser blieb. Hm.
Dieser Kerl konnte wahrscheinlich seine Luft unter Wasser nicht sehr lange anhalten. Zu schade. Nimm doch was mit hier unten. Ach, dann halt nicht. Ich hoffe, das war's dir wert. Das war's mir wert, auf jeden Fall. So, gehen wir wieder zurück zum Hotel. Jetzt haben wir alles für den Barkeeper zusammen. Das Krugschild da hinten macht mich irgendwie nervös. Gut, du kriegst erstmal hier das Ei. Ich habe dieses Ei fürs Antikatermittel gefunden. Shh, danke. Voll texturiert, der Ei vor allem. Hier ist eine wilde Pfefferschote fürs Antikatermittel. Shh, danke. Und natürlich noch das Hundehaar. Schmeckt sicher lecker. Hier ist etwas Haar von dem Hund, der mich gebissen hat. Shh, danke. Alle Zutaten, die ich benötige. Lass mich leise eine Ladung mischen. Wenn sowas in echt aufgeben würde. Besser. Hier, den Rest kannst du behalten. Dankeschön. So, was haben wir denn? Ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Wer sind Sie? Ich bin Grieswald, letzter der Meistersuppes und Eigentümer dieses Hotels. Sie haben vielleicht von uns und unserem Suppenrestaurant Imperium gehört, das sich über die ganze Karibik erstreckt. Nun... Das war einst unser prächtigster Erholungsort. In den letzten Jahren sind jedoch harte Zeiten über die Familie Meistersuppe hereingebrochen. Und sie haben mich alleine in diesem modrigen Hotel gelassen. Das Meistersuppe Kolonialhotel und Casino. Ja, was weißt du denn über den verlorenen Ring? Was wissen Sie über den verlorenen Ring von Blood Island? Das ist ein sehr trauriges Kapitel in der Geschichte meiner Familie. Meine Großtante, Ministrone Meistersuppe, war ein gut situiertes Mitglied der Blood Island Gesellschaft. Ihre einzige Schwäche war ihre romantische Art. Sie hatte etwas übrig für Piraten und für einen davon ganz besonders. Er kam in den Hafen, sie verliebte sich auf der Stelle und innerhalb einer Woche waren sie verlobt. Dann... Am Abend vor ihrer Hochzeit stahl er den fantastischen Meistersuppe-Diamanten von ihrem Ring und verkaufte ihn an Schmuggler auf der Totenkopfinsel. Sie trug den leeren Verlobungsring an ihrem Finger bis zu dem Tag, an dem sie starb, welcher nicht viel später war. Manche sagen, dass sie immer noch in der Gruft der Familie Meistersuppe spukt. Es ist eine traurige Geschichte, oder? Oh, Entschuldigung, ich habe nicht zugehört. Können Sie das wiederholen? Hau bloß ab, Suppenkasper! Ja, das war eine typische Geibersch-Antwort. Ja, ich finde gut, die High Society hier auf der Insel. Die Insel besteht nur hier aus dem Hotel. Egal, so, rein hypothetisch. Wie würde man in das Grab Ihrer Tante kommen? Ich nehme an, dass Sie sterben müssten. Oh, Mist. Noch einmal, wie würde man in das Grab ihrer liebenswürdigen Tante kommen? Ich nehme an, dass sie sterben müssten. Das werden wir schon irgendwie schaffen. Gut. Erzählen Sie mir noch einmal die ganze Geschichte mit dem Ring. Der Verlobte meiner toten Großtante stahl den Diamanten und verkaufte ihn an Schmuggler auf der Totenkopfinsel. Sie trug den Verlobungsring bis zu dem Tag, an dem sie starb. Und sie liegt begraben in der Gruft der Familie Meistersuppe. Gestorben an einem gebrochenen Herzen. Ach, die Arme. Gut, wie kommt man rüber? Wie komme ich rüber zur Totenkopfinsel? Nun, es gab eine regelmäßige Fähre zur Totenkopfinsel. Gab es? Ja, in einer kalten Nacht, so erzählt man sich, stach der Waliser in seinem Ruderboot in See. Der dichte Nebel um die Totenkopfinsel verdeckte sogar den Mond. Aber der Waliser konnte das entfernte Licht des Leuchtturms von Blood Island sehen. Als er die halbe Distanz gerudert hatte, zersprang das Licht des Leuchtturms auf mysteriöse Weise. Und der arme Waliser war verloren und wurde beinahe nie mehr gesehen. Beinahe? Nun, es gibt einige, die sagen, dass spät in der Nacht... Wenn man lange genug in den Nebel starrt, der fliegende Waliser zu sehen ist, wie er in seinem Ruderboot fährt, verloren bis in alle Ewigkeit. Gruselig.
Das heißt, wir kümmern uns noch um den Leuchtturm. So, wie läuft das Geschäft? Wie läuft das Geschäft? Oh, ich brauche noch etwas zu trinken. Nicht gut, nehme ich an. Sehen Sie sich um. Keine Gäste, kein Essen, keine Unterhaltung. Nicht einmal die Kannibalen kommen her. Mein einziger Stammkunde ist eine alte, unheimliche Wahrsagerin, die allen einen Schrecken einjagt. Das soll natürlich keine Beleidigung sein, Madame Xima. Dein Erstgeborenes soll die Pocken kriegen. Ja, ja, ja. Ja. Wenn Sie vielleicht mit einem aggressiveren Marketing... Ich habe alles versucht. Pamphlete, Aufkleber, umfassende Printkampagnen. Ich habe sogar versucht, Fläschchen mit meinem eigenen Blut zu verkaufen mit der Aufschrift. Meine Eltern waren auf Blood Island und alles, was sie mitgebracht haben, war diese schäbige Blutprobe. Das ist eklig. Im Nachhinein betrachtet ist es das. Ja, vielleicht könnten Sie ein paar zusätzliche Entertainer buchen. Ich habe vor einiger Zeit einen Jongleur gebucht, aber daraus ist nichts geworden. Ein launischer Kerl. Erzählte die ganze Zeit, wie er für seine Kunst leide und so weiter. Die Gäste hassten ihn. Sie jubelten sogar, als er während einer Feuerschluckervorführung in Flammen aufging. Ja, den kennen wir doch. Ja, vielleicht. Wenn Sie sich vielleicht auf die Geschichte von Blood Island konzentrieren. Welche Geschichte? Die Insel hat eine Windmühle und einen Leuchtturm. Es gibt nicht viel zu sehen. Sag ich doch. Die Insel kann ja nichts. Vielleicht sollten Sie das Hotelgewerbe aufgeben. Die Meistersuppes waren immer schon im Hotelgeschäft. Ich muss meinen Teil dazu beitragen, den Traum am Leben zu halten, Räume buchen und Drinks mixen. Das ist rührend. Entschuldigung, Drinks rühren? Nein, ich meinte... Ach, egal. Okay. Ach, das ist eine Schande. Entschuldigung, dass ich damit angefangen habe. Ja, ich genau mache mich das auf den Weg, wir. Den rustikalen Charme von Blood Island zu erkunden. Ach, wir wollen ja vorher noch was anderes. Moment. Nein. Ach Gott, dann nimm halt das Glas mal mit. Dieses Glas ist für meine Trinkgelder. Stell das zurück. Aber ich wollte gerade eine Menge Geld reintun. Mehr, als ich mit mir rumtragen kann. Deshalb wollte ich es mitnehmen und dann auffüllen. Oh, dann okay. Ja, vor allem, von wem wirst du hier viel Trinkgeld bekommen? Fällt keiner auf, wenn es nicht da ist. So, einen Drink, ich bitte. Ich möchte einen Drink, bitte. Sicher. Was hätten Sie gerne? Ich hätte gerne... Ja, genau. Geben das Sie mir einen großen, fruchtigen Drink mit einem Schirm drin. Gute Wahl. Es ist der köstliche Geschmack der Inseln. Hergestellt aus Zitronen, Grapefruit und Hackfleisch. Hackfleisch. Hey, kriege ich nicht einen dieser dekorativen Schirme für meinen tropischen Drink? Ich glaube, wir haben keine. Nein, ich habe mich vertan. Ich habe diesen hier. Sehr schöner Schirm. Cocktailschirmchen, ein eindeutig tolles Cocktailschirmchen. So, wenn wir hier das hier machen. Ich habe Löcher reingestochen. Warum, sehen wir später? Dann hier. Die Flasche ist verschlossen. Dann öffne. Ich habe keinen Kater. Ich fühle mich großartig. Auf, das hat sie geöffnet. So, jetzt haben wir hier unseren Drink. Schütten hier was rein. Das macht den Drink umso ansprechender. Und den trinken wir jetzt. Mir fällt gerade ein, dass das Vermischen von Medizin und Alkohol eine wirklich dumme und vermutlich tödliche Angelegenheit ist. Ach, Guybrush, macht wäre nichts ich aus. Wäre ich eine reale Person anstelle einer lieblichen Zeichentrickfigur mit dem Potenzial für einige weitere Fortsetzungen, würde ich nicht mal dran denken. Lieber CJ Nix, Guybrush. Wir sind bei Monkey Island. Das ist komisch. Es müsste eigentlich schläfrig machen. Ich fühle mich kein bisschen schläfrig. Und das war's. Sagte also der Leichenbestatter, ich wollte ein Sargträger werden, aber ich bekam Asthma von der feuchten Erde. Du bringst mich zum Platzen, Bord. Was hier lustig. Also, was ist mit dem neuen Kerl? Oh, er ist jetzt schon eine Stunde so. Der ist hin. Der wird wieder zu sich kommen. Ich weiß nicht. Ich bin ziemlich sicher, dass er tot ist. Ich schätze, das ist dann das Ende des Spiels. Was ist jetzt? Wo er die Hauptperson des Spiels ist und so. Komisch.
Ich dachte, man kann in Adventures von LucasArts gar nicht sterben. Stimmt nicht so ganz. Vielleicht probieren die jetzt was Neues. Soll ich mich um ihn kümmern? Würdest du das? Es ist schlecht fürs Geschäft, wenn er so da liegt. Ruhe in Frieden und all das. Ja, jetzt müssen wir leider nochmal von vorn beginnen, weil ich nicht gespeichert habe, aber egal. Müssen wir jetzt durch, egal. Ein 0,8 Funken. Ey, was ist los? 1997. Ich bin nicht wirklich tot. Topmodernes Spiel. Bald 20 Jahre. Oh, hör auf damit. Trotzdem immer noch spielbar. So, okay. Wir sind auf jeden Fall hier im Sarg, wie wir gesehen haben. Öffne mir. Sie öffnet sich nicht. Ich bin gefangen. Ja, dann. Benutze Meißel und mach den Sarg damit auf. Bisschen aufquellen hier den Deckel, ein bisschen hochhebeln und es ging, wie man sieht, auf jeden Fall. Hoch? Ja, ist mir jetzt mal egal. Wo kommt dieses verräterische Hämmern her? Ja. Es kommt aus einem der Särge. Von den Toten. Von den Toten, die mich umgeben. Sie müssen mein schreckliches Geheimnis kennen. Sie werden mich nie ruhen lassen, bis ich für das Unrecht, das ich begangen habe, bezahlt habe. Einen Moment mal, ich habe gar kein schreckliches Geheimnis. Da hast du schon mit genug Toten zu tun gehabt. So, nehmen wir mal die Nägel hier. Können wir sicher noch brauchen hier. Ist ja gut, wenn der Deckel so aufgehebelt hat, dass sie die Nägel hier drin stecken, aber wahrscheinlich ist es schon so durchgerüstet gewesen. Das heißt, es ist der Sarg hier, wo es klopft. Ich glaube, das Klopfen kommt aus... Ja, da habe ich leider abgebrochen. Machen wir auch natürlich auf hier. Schauen wir mal, wer da drinnen ist. Vielleicht ein alter Bekannter. Natürlich wow. Ist es ein Ich bin Bekannter. Froh, dass ich aus der Sache raus bin. Obwohl es ein geräumiges, komfortables Modell mit viel Bewegungsfreiraum war. Hallöchen, du kommst mir irgendwie bekannt vor. Ja, nun... Natürlich, Guybrush Threepwood. Du bist der, der mich hier eingesperrt hat. Ach, ja, weißt du, ich wollte... Nein, ich will nichts hören. Das war die beste Zeit meines Lebens. Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken, weißt du? Nachzudenken über die Dinge, die wirklich zählen. Ich weiß nicht, ob du es in Betracht gezogen hast, Sohn. Aber lebendige Begräbnisse sind hier in der Karibik kein ungewöhnliches Ereignis. Das wusste ich nicht. Nicht zu erwähnen die Piratenüberfälle und tödlichen Seekämpfe. Riesige, menschenfressende Reptilien. Gefährliche Treibsandgruben, schießwütige Duellanten und natürlich diese lästigen Untoten. Alles schon erlebt. Hast du einmal daran gedacht, was mit deinen Lieben passiert, wenn dich dieses grausame Schicksal ereilt? Tja, nein, aber... Nun, du hast natürlich eine Menge Zeit, darüber nachzudenken. Oder nicht? Ich bin einer der Glücklichen. Ich war tot. Es hat mir eine ganz neue Lebensperspektive gegeben. Tot. Ein Leben, das ich der Bemühung widme, dass die Lebensversicherungswünsche der Leute erfüllt werden. Hier, nimm eine meiner Visitenkarten, die ich habe machen lassen. Wenn du in diesen Sarg eingesperrt warst, wie konntest du dann Visitenkarten machen lassen? Frage. Jetzt ist nicht die Zeit, sich um technische Einzelheiten zu kümmern, Sohn. Jetzt ist die Zeit, sich zu fragen, bist du versichert? Geh jetzt und lass mich mein Büro einrichten. Wir sitzen hier fest. Die Tür ist verschlossen. Quatsch. Das ist eine von Stans kuscheligen Gruften, ausgestattet mit einem Sicherheitsöffnungsmechanismus. Einfach hier an dem Griff wackeln. Sinnvolle Idee, in Gruften das einzubauen. Ja, Stan wurde ja in Teil 2 vom guten Guybrush hier eingesperrt. In einem Sarg. Gut. Hier haben wir ja schon das Schild. Stans Versicherungen. Schau mal. Ah, Schmuck eingerichtet hier. Willkommen zurück bei Stans Allgemeine. Schau mal den Kalender an. Können wir den mitnehmen? Nein. Gut, das riesige Netz hier. Ich frag mich, wo die Spinne ist, die dieses Netz gesponnen hat. Sind wir froh, wenn sie nicht hier ist. Der Kerl war so fett, dass sein Sarg geplatzt ist. Kann passieren. Was macht diese Dinger so beliebt in Büroeinrichtungen? Was ist für ein Ding hier, diese... nein. Sind die Newtonschen Kugeln? Ich weiß es nicht. Diese Kugeln halt, diese Klackerkugeln.
Ein sicheres Zeichen für ein feines, gehobenes Geschäftsunternehmen. Nein. Schreibtisch. Der Sargdeckel-Schreibtisch ist eine nette Idee. Akten? Warum hat er schon so viele Akten hier? So viele Kunden? Ich glaube, das wäre ein Sakrileg. Nein, nicht. Es ist vom Karibischen Institut für Korrespondenz. Wasserkühler ist auch immer das gut. Das ist ein Wasserkühler. Nehmen wir mit. Piraten trinken kein pures Wasser. Dann halt nicht. Aktenschränke noch ansehen. Aktenschränke. Und den Skelettarm nehmen wir einfach mal mit. Ich habe schon einen schönen Skelettarm, danke sehr. Halt nicht. Gut, dann reden wir mit dem guten Stan.